Willkommen auf Malta. Hier gibt es ganz großes Kino. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind unterwegs auf den Spuren Hollywoods und entdecken tolle Drehorte. Aber auch die Natur bietet grandiose Kulissen, sowohl am Meer als auch im Inneren des Landes. Und wer es gemütlich mag, kann hier das pure Landleben genießen. Reisen Sie mit uns durch den Inselstaat im Mittelmeer. Das Land besteht aus drei Inseln, und zwar Malta, Gozo und Comino. In Valletta erwartet uns große Weltgeschichte. In Chaka ein Abenteuer in schwindeliger Höhe und auf Gozo ursprüngliches Farmleben und ein mystischer Tempel. Wehrhaft, traditionsreich und wunderschön. Die Kreuzritter des Malteserordens haben das Inselreich berühmt gemacht und ihr Erbe lockt Touristen aus aller Welt. Kommen Sie mit. Gemeinsam entdecken wir Malta, die Sonneninsel im Mittelmeer. Wir starten im Hafen von Valletta. Der sogenannte Grand Harbor ist einer der größten Naturhäfen Europas. Hier trifft man die Reichen und Schönen. Das muss man sich mal vorstellen. Rund 40.000 Touristen besuchen täglich die Insel Malta. Die meisten kommen mit dem Kreuzfahrtschiff. Valletta ist ihre erste Anlaufstelle. Maltas Architektur wurde von vielen Kulturen beeinflusst. Also kein Wunder, dass die Insel ein beliebter Drehort für Kinofilme ist. Hier in dem Café vor der Nationalbibliothek hat zum Beispiel auch Steven Spielberg gedreht. Und zwar eine Szene für den Film München, unter anderem mit Moritz Bleibtreu. Aber Malta ist so viel mehr als viele tolle Filmkulissen für große Hollywood-Filme. Malta ist eben auch ein Schmelztiegel der Kulturen. Seit der Jungsteinzeit besiedeln Menschen aus den verschiedensten Ländern die Inselgruppe. Besonders der britische Einfluss ist hier noch überall zu spüren. 1814 wurde Malta britische Kronkolonie und 1964 in die Unabhängigkeit entlassen. Beim täglichen Salut in den Upper Baraka Gardens geht es aber immer noch very British zu. Und auch das ist von den Briten noch geblieben. Boah, mit links kuppeln, ey. Oder schalten vielmehr. Wo ist denn die Kupplung? Kupplung ist zum Glück an der richtigen Stelle. Ich habe mir sagen lassen, hier auf Malta, da haben wir Linksverkehr kombiniert mit südländischem Fahrstil. Das ist eine gute Voraussetzung hier für mich, für mein erstes Mal. Auf Drehziegel rot, dann den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Warte mal, fahre ich jetzt hier links oder rechts? Scheiße, ich glaube, das war falsch. Also es ist so, man überholt rechts, also die langsamen fahren links. 4 Kilometer rechts abbiegen. So, diese Aktivität heute heißt Coasteering. Coasteering. Ja, ja, und wir brauchen vier Dinge. Helm, hab ich. Schwimmwest, Gürtel und acht. Das ist mein erstes Abenteuer hier auf Malta und es geht sofort steil bergab. Auf wie viel Meter sind wir hier? Wie hoch ist das ungefähr? 45. 45 Meter? Ja. Okay. Die Weste. Weste drüber. Das war's? Ja. Gibt's vorher noch einen kleinen Malteser oder so für den Mut? So ein Schnaps? Irgendwie, da werde ich schlecht jetzt, oder? Okay. Aber wir schaffen es auch ohne. Wir probieren es mal. Ich bin echt gespannt. Okay. Hier gehen wir runter. Ja. Abseilen. Boah. Ja, okay. Ich sag mal so, Puls steigt schon mal so ein bisschen. Ich bin echt gespannt, ey. Das ist so krass. Also wenn man da mal jetzt so von hier, von der Kante gerade mal so runter guckt, ich will gar nicht noch näher rangehen. Ja, bitte.
Wenn du nach hinten kickst, ja? Mach dir keine Sorgen. Ich hab dich im Seil. Okay, alles klar. Wer sich mal drauf einlassen möchte, der sollte das hier machen. So einen Ausblick kriege ich, glaube ich, auf der Insel nicht nochmal. Ist das krass. Mega. Boah, ist das hoch. Hammer. Coast Tiering kann man mit Klippen querklettern übersetzen. Bis jetzt geht's aber immer nur runter. Das sieht doch wirklich genial aus, oder? Guckt euch das mal an. Das ist doch das türkisene Wasser da, vor allem wie schroff hier der Felsen mitten im Wasser steht. Und ich befürchte, dass wir darauf gleich weitergehen werden, weil da ist so ein, ich nenne es mal, Pfad eingemeißelt. Ja, wir werden sehen. Nicola erzählt mir, dass das hier ein uralter Fischerpfad ist, den die Einheimischen fast jeden Tag gegangen sind, um an ihre Angelstelle zu kommen. Wahnsinn! Ein bisschen vor wie eine Bergziege. Da sind wir. Das ist das Ziel. Boah, das war nicht ohne. Das war anstrengend, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und nun müssen wir springen, ins Wasser springen. Hier? Von hier? Ja, toll. Ich habe gedacht, ich habe mein Ziel erreicht. Die nächste Herausforderung. Ja, zeig mal, wie man es macht. Genau. Ja gut, alles klar. Du springst zuerst. Mhm. Ich gucke, ob du heile ankommst und dann springe ich. Okay. Also ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Aber man muss auch sagen, das ist kein Klettersteig für jedermann. Da muss man wirklich ein bisschen sportlich sein. Ihr seht ja auch, das geht richtig da oben ab. Also das ist, man kann auch mal schnell abrutschen und so. Das ist schon nicht ganz ohne, mit weichen Knien dazu. Die schroffen Klippen sind typisch für den Süden Maltas. Das liegt an der Entstehungsgeschichte der Inseln. Ganz früher war Malta mit Sizilien und Nordafrika durch eine Landbrücke verbunden. Als der Meeresspiegel stieg, entstanden die Inseln. Mit Steilküsten im Süden und einer flachen Felsküste im Norden. Und jetzt fahren wir Richtung Norden. Medina, die ehemalige Hauptstadt, soll ein tolles Ausflugsziel sein. Und Malta verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz. Linienbusse fahren günstig und, ja, sagen wir mal, ziemlich regelmäßig. Ja, Hop-on, Hop-off ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn man hier sieht, so wie wir mit dem Auto vorankommen, ist nicht immer so schön hier auf Malta. Die Insel ist halt total voll, muss man sagen. Es geht aber auch entschleunigt durch den Verkehr. Mario ist Busfahrer, wie sein Vater und Großvater vor ihm. Das Fahren hat er damals in so einem Citroën gelernt, erzählt er seinen Gästen. Sie haben die alten Busse eigentlich aus dem Verkehr gezogen. Es sollten modernere Modelle fahren. Aber mittlerweile werden die Oldtimer-Busse repariert und instand gesetzt. Und jetzt fahren wieder mehr davon, als Attraktion für die Touristen.
Ein Ersatz für moderne Linienbusse sind die Oldtimer nicht. Individuelle Bustouren werden aber inzwischen von einigen Veranstaltern angeboten. Für viele Touristen eine schöne Alternative. Vor allem, weil die Reisegruppen kleiner sind und zwischendurch mehr Zeit für Fotostops bleibt. Sabine Attar lebt und arbeitet auf Malta. Sie erzählt mir, dass der Name Medina auf Arabisch von Mauern umgebene Stadt bedeutet. Sizilianische Araber haben hier im 9. Jahrhundert eine Befestigungsanlage zur Abwehr um die Stadt gebaut. 2010 wurde Medina zum Drehort für eine spektakuläre Fantasy-Serie. Das kennen ja viele von Malta, ja, ne? Genau. Game of Thrones. Genau. Wurde genau, genau hier gedreht. Das war genau hier an dieser Stelle. Das war verrückt. Hast du es gesehen auch? Ja. Ja? Ja, ja. Oh. Das war was ganz Besonderes. Wenn man den Film gesehen hat und danach hier durch Medina geht, sieht man das mit ganz anderen Augen. Ich habe keine Pferde dabei, aber wir gehen mal so. Wir laufen mal. Ja. Komm, machen wir mal so. Das Löwentor, durch das wir hier gehen, ist eine von drei Zugängen zur Festungsstadt. Hier drin sieht man, dass nach den Arabern noch andere Besatzer da gewesen sind. Normannen, Kreuzritter und Franzosen haben die Stadt immer weiter ausgebaut. Früher hat hier der maltesische Adel gewohnt. Die Johanniterritter machten Medina später zu ihrer ersten Hauptstadt und errichteten dem heiligen Paulus eine Kathedrale. Paulus soll bei einem Schiffbruch in Malta gestrandet sein und die Malteser zum Christentum bekehrt haben. Das sieht auch interessant aus, ne? Ja. Was ist das für ein Haus? Ja, das ist eines der ältesten Häuser hier. Der Santa Sofia Palast. Der war natürlich auch eine adelige Familie, die dort gelebt hat. Und man kann das ganz gut erkennen an den architektonischen Besonderheiten, an diesen Bordüren quasi, ja. die da haben. So eine normannisch-sizilianische Architektur. Und wohnt hier da immer noch der Adel? Oder? Naja, so ein bisschen Adel haben wir auch noch hier oben, aber so sehr viel nicht mehr. Ja. Innerhalb der Stadtmauern leben heute nur noch rund 200 Menschen. Es gibt so gut wie keinen Autoverkehr und nachts sollen die Straßen menschenleer sein. Deshalb wird Medina auch die stille Stadt genannt. Erst war der Adel und dann kamen die Kreuzfahrtschiffe, oder? Genau. Weil ich war nämlich vor 20, 25 Jahren, war ich mal einmal hier. Ja, das kann da sein. Da war es auch sehr, sehr voll. Wir sind im Kreuzfahrtschiff angelegt und die Stadt wurde überschwemmt mit 3.000, 4.000 Leuten. Genau, genau, genau. Und das ist dann Gott sei Dank auch immer ganz schnell wieder vorbei. Ja. Und dann können wir wieder alle aufatmen. Ja, und durchatmen. Ja. Ja, also von wegen stille Stadt. Hallo. Das Ziel aller Besucher ist der Aussichtsbalkon Bastion Square auf der nördlichen Stadtmauer. Man sieht da unten die St. Paul's Bay. Ja. Tatsächlich kann man von hier oben fast den gesamten Norden Maltas sehen. Sieht super aus, ja, ne? Jetzt weißt du auch, warum hier oben die Hauptstadt war. Ja, weil man von hier wahrscheinlich einen guten Blick hatte, um auch bestimmt auch Angreifer abzuwehren, ja, oder? Weil das ist das große Thema ja auch immer gewesen. Ja, abwehren, ne? Und vor allen Dingen wusstest du auch, wenn die kommen. Ja. Gell? Mhm. Man konnte von hier wirklich alles einsehen. Und das hat eben diese Stadt so attraktiv gemacht. Und warum ist jetzt nicht mehr Hauptstadt eigentlich? Naja, die Johanniterritter kamen ja dann hierher. Und die Johanniterritter, das waren ja Seefahrer. Die wollten natürlich runter ans Wasser. Mhm. Und hier oben in der Hauptstadt hat sich dann so der alte maltesische Landadel zurückgezogen, der gar nicht im Orden aufgenommen werden konnte. Und von daher war das ja dann auch die Stadt, die nichts mehr zu sagen hatte. Ja. Gell? Die stille Stadt. Und und die neue Hauptstadt wurde dann eben dort unten errichtet. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Sache. Schon beim Anflug, jetzt natürlich auch hier und auch wenn man hier durchguckt, dieser helle Stein. Ja. Alles ist mit diesem hellen Stein gebaut. Ja, ne? Ja. Oder vieles. Das hat natürlich einen Grund. Gell? Die Inseln sind sedimentäre Ablagerungen und man nimmt die unteren beiden Gesteinsschichten zum Häuserbauen. Ja. Das ist also das natürliche Vorkommen und die kann man also ganz wunderbar benutzen, weil die sind ganz weich, wenn man die abbaut und die härten dann erst an der Luft aus. Wird heute auch noch benutzt? Oder? Es wird heute immer noch benutzt. Jetzt bauen wir natürlich viele Hochhäuser und da lohnt sich das nicht mehr. Da hat man dann die etwas leichteren Steine. Aber viele Außenwände oder so, dass man die immer noch so ein bisschen im alten Stil macht. Also Steine hatte Malta schon immer, kann man sagen. Steinreich. Steinreich, genau. Steinreich. Schön, toll.
Wenn man die Stille Medinas erleben will, dann lohnt sich ein Besuch zur Mittagszeit. Da sind die Kreuzfahrttouristen nämlich wieder weg und die Nachmittagsbesucher noch nicht da. Außerhalb der Stadtmauern, wo früher die Stallungen waren, liegt heute der Ort Rabat. Hier geht es weniger historisch zu, aber dafür sehr landestypisch. So, dann lass uns mal hier rein. Jetzt wissen wir hier das maltesische, die maltesische Besonderheit. Das sind maltesische Pastizis. Pastizis? Pastizis heißen die. Weil es gibt ja so, ja, so ganz ja. viele Einflüsse. Es gibt nee, ja irgendwie also das, ich denke mal, das ist so eine Fusion aus Englisch und Maltesisch. Also englische Küche, maltesische Küche. Ja, ja. Blätterteig, viel Fett, sehr nährhaft. Die Engländer haben leider doch noch mehr Spuren hinterlassen. Also wird frittiert, oder was? Von Cheese. Einmal Käse, einmal Erbsen. Thanks. Thank you. 1 Euro? 1 Euro. Das ist ja günstig. Ja, ist ganz, ganz billig. Ja. Und das sind die allerbesten hier, gell? Also die gibt es noch woanders, aber hier sind die besten. Oh, da bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich bin auch echt gespannt. Ja. Willst du einfach einen rausgreifen hier? Ja, gute Idee. Ersten, oder? Guck mal, ich mache das hier so mit der Serviette. Ja, also es sieht so aus, als könnte man sich das dann direkt auf die Hüfte tackern. Ja, ja. Gleiche. Geht genauso schnell. Aber es sieht schon mal lecker aus, wie ich finde. Das ist interessant. Interessant jetzt. Hört man das im Ton? Das ist total knusprig. Ja. Ja, hier und die Malteser, die sehen das gar nicht als Nahrung an. Mhm. Okay. Weil das isst man ja so zwischendurch. Ach so, beim ja, Vorbeigehen. Ja, ja, ja. Da kommst du dann nach Hause, sagst du, und hast du etwas gegessen? Nö. 3 Pastizis. Ja. Ist ja kaum was, ne? Aber ich finde, kommt genau richtig jetzt nach ja. unserer kleinen Tour hier. Genau, genau. Wir haben uns das verdient heute, genau. auf jeden Fall. Wir sind zurück in Valletta, der heutigen Hauptstadt Maltas. So schlicht die Kathedrale von außen wirkt, drinnen erwartet den Besucher Barock in seiner ganzen Pracht. Das Deckengemälde in der St. John's Co-Kathedrale zeigt das Leben von Johannes dem Täufer. Nach ihm benannte sich ein Orden der Kreuzritter. Die Johanniter zogen von Jerusalem über Rhodos nach Malta. In den Seitenkapellen liegen die Gebeine der Ritter. Aus 8 europäischen Ländern stammten die Ordensbrüder, darunter auch Italien. Ihr berühmtester Novize war Caravaggio. Der Maler schuf 1608 das Werk Die Enthauptung Johannes des Täufers. Das Bild war ein Geschenk an den Orden, in den er aufgenommen werden wollte. Doch sein Leben war voll von Exzessen und Gewalt. So wurde er am Ende ausgeschlossen. Sein wilder Lebenslauf ist Stoff für großes Kino. Der Film über ihn läuft in der St. John's Co-Kathedrale. Und seine Gemälde kann man sich dort auch anschauen. Malta ist voll von Drehorten für große Kinoproduktionen. Und viele der Filmsets kann man auch besichtigen. Dieses Fort aus der Ritterzeit war schon häufiger Kulisse für historische Filme. Sabine erzählt, dass es zum Beispiel auch bei Game of Thrones zu sehen ist. Aber zeigen will sie mir was anderes. Ich sag mal so, da ist der Spielertunnel vom BVB nichts dagegen.
Das ja, das kann man schon so sagen. Das aus welchem Film kennt man das denn jetzt? Tja, jetzt überleg mal, das war der Gladiator. Damit ging das hier eigentlich wirklich los. Ich glaube, das war 1999 oder sowas, dass man das Ganze umgewandelt hat als Filmstudio. Okay. Jetzt in letzter Zeit erst wieder haben die Napoleon gefilmt. Und all solche Sachen. Also es wird laufend genutzt. Malta hat sich wirklich einen tollen Namen gemacht als Filmdestination. Guck mal, wie die rauskommen. Ja. Ich sag mal, den Weg müssen wir jetzt auch gehen, oder? Ja, so komm, den werden wir auf jeden Fall. Genauso heroisch, ja? Genau. Bei Gladiator würden wir jetzt im Kolosseum in Rom stehen. Stattdessen bekommen wir einen spektakulären Blick über die Wehranlagen, die die Küste damals geschützt haben. Fort Ricasoli wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und verfiel danach. Später wurden hier Maltas Filmstudios eröffnet. Für einen anderen Kinofilm hat Regisseur Robert Altman 1979 ein ganzes Dorf bauen lassen. Popeye, gespielt vom damals noch recht unbekannten Robin Williams, war ein ziemlicher Flop. Die Kulisse ließ man nach Ende der Dreharbeiten einfach stehen. Heute ist Sweet Haven, das Dorf von Popeye, ein Freizeitpark. Mehr als 200 Filmteams haben inzwischen auf Malta gedreht. Und die toben sich hier richtig aus. Also wir können wirklich tolle Sachen hier machen. Und weil einfach alles vorhanden ist, gell? Der Platz ist da, die Historie ist da. Also historische Filme sind natürlich hier prädestiniert. Und das Licht ist klasse. Deswegen viele Leute nennen Malta auch das Hollywood des Mittelmeers. Das Hollywood des Mittelmeers. Ja, da sind wir total stolz drauf. Direkt nebenan sind gerade Kollegen aus Deutschland bei der Arbeit. Sie drehen in einem riesigen Becken, das bei Bedarf mit Wasser geflutet werden kann. Mr. McCoy? I don't like it, sir. They're all in the water, but the boat's drifted around. It will have a clear shot at us soon. Aber man kann uns als Kriegsgefangene verhaften und unser Boot beschlagnahmen. Wenn der Tank voll mit Wasser ist, verschwindet der Übergang zur offenen See. Unter kontrollierten Bedingungen können mit Windrädern Wellengänge und Stürme erzeugt werden. Setzen wir rüber nach Gozo. Holding on for work, holding on the paper, I was on the left, you were only
hinten, wo der Turm steht, das ist Gomino. Die Insel schaue ich mir auch noch an, aber jetzt geht's erstmal nach Gozo, der kleinen Schwester von Malta. Auf Gozo wird noch viel in Handarbeit gemacht. Das will ich sehen. Und ich will zum Blue Hole, Filmdrehort und Schnorchelspot. Gozo wird auch als Diamant des Mittelmeeres bezeichnet. Und tatsächlich, hier glitzert es auch so in den Becken an der Küste. So, Daniel, das ist dein Besen. Wir fangen jetzt an, das Salz rauszuholen. Ich fange an und zeige dir, wie es geht. Das ist deine Pfanne. Und dann bürstest du einfach einen kleinen Haufen in die Mitte. Just from the corners, from the side, from the side to the middle. Einfach von der Seite, genau. You're doing well, Daniel. Du machst das gut, Daniel. Du solltest nächsten Sommer bei mir arbeiten. Jetzt, wo es auf dem Haufen liegt, bringen wir es auf die flache Oberfläche, um es trocknen zu lassen. Und dann packen wir es in Säcke. Wir lagern es in unserer Halle, wo es weiter abtropft, bis es fertig ist für den Verkauf. Ganz ohne Chemie. Keine Chemie, gar nichts. Es kommt pur vom Meer auf den Tisch. Wie viel Salz produziert ihr denn in einer Saison? Wenn es eine gute Saison ist, kriegen wir zwischen 14 und 15 Tonnen Salz. So viel? Ja, so viel. Aber es hängt immer von den Wetterbedingungen ab. Wenn es stürmt, schlagen die Wellen in die Becken und waschen das Salz weg. Bei starkem Nordwind passiert das immer wieder. Dann holt sich das Meer das Salz zurück. So ist das Leben. Die Natur gibt und die Natur nimmt. Und wir müssen damit leben. Wie viele Familien machen diesen traditionellen Beruf eigentlich noch? Hier in diesem Gebiet teilen sich drei Familien die Salzpfannen. Und warum nur drei? Ist die Arbeit zu hart? Es ist anstrengend natürlich. Und heute werden den Menschen hier viel angenehmere Jobs angeboten. Aber du machst es immer noch. Ich mache es immer noch. Und ich mache es mit Stolz. Es ist seit 5 Generationen ein Familienbetrieb. Darf ich probieren? Natürlich. Es ist das Meer, das Geschenk des Meeres. Ja. Es ist sehr salzig. Ja, sehr salzig. Aber ich finde, da sieht man jetzt mal irgendwie so mit ganz anderen Augen. Ne? Also man packt sich das einfach irgendwie so locker beim Grillen da mal so drauf, wenn man das mal so mitgemacht hat und so ein Naturprodukt hier mal so. Es ist sehr lecker, passt sehr gut zu Kartoffeln. Like this? Okay, so richtig? Yes. Strong man. Starker Mann, Salz macht dich stark. Wir sind in Gozos Hauptstadt Victoria. Berühmt ist sie vor allem für ihre Festungsanlage. Nach der enormen Zerstörung durch die Osmanen wurde die Zitadelle von den Überlebenden wieder aufgebaut. Diesmal ließen sich die Einheimischen aber einen Trick einfallen. Die Gassen wurden extra verwinkelt angelegt. Im Falle eines Überfalls konnten die Bewohner auf ihrer Flucht immer wieder hinter den Ecken verschwinden und waren dadurch für die Pfeile der Angreifer nicht so lang ein Ziel. Neue Belagerungen gab es nach dem Wiederaufbau zwar nicht mehr, trotzdem zogen sich bis 1693 alle Bewohner der Stadt zum Schlafen in die Festungsanlage zurück. Heute gibt es in den Häusern vor allem Museen, Shops und Galerien. In der Zitadelle gab es auch einen Gerichtshof und ein Gefängnis. Heute ist hier eine Galerie.
Über die Jahrhunderte saßen viele Gefangene ein. Der letzte in den 1950er Jahren, weil er seine Rinderherde unerlaubterweise mitten durch die Innenstadt von Victoria getrieben hatte. Hartes Urteil, oder? Die Einwohner nennen ihre Stadt übrigens immer noch Rabat, was so viel wie Vorstadt heißt und an die vorchristlichen Zeiten der arabischen Herrschaft erinnert. Von Victoria oder Rabat geht es in den Westen von Gozo, vorbei an einer der 365 Kirchen Maltas. Auch auf Gozo gibt es eine Menge filmreifer Kulissen. Eine davon liegt hier. Der nächste Spot für ganz großes Kino. Und zwar wurden genau an der Stelle hier Teile von Game of Thrones gedreht. Und vielleicht haben Sie es schon erkannt, irgendwie sieht es da hinten mittlerweile anders aus. Diesen Bogen, das Azur-Window, das gibt es leider nicht mehr. Das ist 2017 eingestürzt. Dafür kann man sich aber andere Felsentore ganz in der Nähe noch anschauen. Die Felsentore an der Steilküste sind der letzte vorhandene Teil der Landbrücke, die früher Europa und Afrika verband. War schön? Ja. Ja? Was haben Sie gesehen? Soll ich mal einmal? Ja. Was haben Sie denn gesehen alles? Quallen. Quallen? Quallen, einen großen Barsch. Ja? Riesengroßen. Aha. Toll. Also hat sich gelohnt? Hat sich gelohnt. Ja? Ja. Wo kommen Sie her? Sorry. Rüsselsheim. Rüsselsheim, okay, ja, wir machen Stau. Alles klar, schöne Grüße nach Rüsselsheim. Ich bin auf dem Weg zum Blue Hole. Das 15 Meter tiefe und 10 Meter breite Loch entstand während der letzten Eiszeit durch den Einsturz einer Höhle. In etwa 7 Metern Tiefe gibt es eine Öffnung zum Meer hin. Und hier können Taucher eine bunte Vielfalt an Meeresbewohnern bestaunen. Das Blue Hole ist eine der Hauptattraktionen auf Gozo. Zahlreiche Unternehmen bieten organisierte Ausflüge an. Also der Blick ins blaue Loch, der lohnt sich wirklich allemal, aber man muss schon sagen, das ist hier echt sehr überlaufen. Neben den touristischen Hotspots gibt es auf Gozo aber auch viele ursprüngliche Orte, die man entdecken kann. Also eins können wir schon mal festhalten. Auf Gozo ist es genauso warm wie auf Malta, aber ist ja auch gerade mal 20 Minuten mit der Fähre entfernt. Aber es ist hier irgendwie entschleunigter, wie ich finde. Es ist nicht ganz so voll gebaut. Man hat ein bisschen mehr Landwirtschaft gefühlt und mir gefällt es ganz gut, muss ich sagen. Das nenne ich doch mal ein Empfangskomitee hier. Ich könnte auch sagen, ein ganz herzlicher Empfang. Jetzt müssen wir nur noch Julia finden. Mit Julia bin ich nämlich heute zum Käsemachen verabredet. Hallo. Hi. Hallo. Hallo Julia. Hi. I'm Daniel. Hi. Ihr seid schon voll dabei, ja?
Ja, und klappt? Naja, ja. So ein paar Tropfen halt. Ja. Darf ich auch mal probieren? Ja, gerne. Ja, ja, komm, wir wechseln uns mal ab. Viel Glück. So, wie mache ich es richtig? Einfach von oben ziehen. Die Finger um die Zitzen schließen. Wahnsinn. Guck mal, ein bisschen was kommt, ne? Du machst das viel besser als ich. Kannst du jetzt beim Joel mit anfangen? Ja. Mit beim Melken helfen. So, und ist das ist ja wirklich traditionell hier, oder? Das ist alles noch bei Hand gemacht und ja. Also nicht so wie in Deutschland. Hier ist halt wirklich alles noch sehr einfach. Ja, schön. Und alles braucht auch seine Zeit, wie man sieht. Ne? Ich bin ja am Melken und am Melken, aber... Dieser Käse in Maltesisch nennt sich Bene. Ja. Und der ist sehr typisch für Gozo. Die Malteser kommen sogar rüber, um den von hier zu kaufen. Ja. Auch von den lokalen Farmern. Okay. Okay, ist das genug für den Käse? Oh nein, wir brauchen viel mehr. Mehr? Zum Glück ist Farmer Joey besser im Melken als ich, sonst würden den armen Ziegen die Euter platzen. Okay. So, daraus machen wir jetzt Käse, ne? Aus unserer Beute hier. Julia ist extra wegen des Käses hergekommen. Sie braucht ihn für ein typisch gositanisches Gericht. So, das ist jetzt Ziege oder Schaf? Is it from the sheep? Ist das jetzt Schafsmilch? Okay. Und dann Prost. Ja. Ja dann, wohl bekommt's. Es ist sehr warm, ne? Warm, aber mild. Also ich schmecke jetzt keinen großen Unterschied zur Kuhmilch, muss ich sagen. Nicht wirklich viel. Die Ziege ist leichter. Tatsächlich leichter. Aber wenn du Käse machst, ist es intensiver. Der Geruch, ja. Aber das Milchfett vom Schaf ist fetter. Jetzt kommt Lab dazu. Zwei Löffel. Und in 25 Minuten ist es Käse. 25 Minuten nur? Joey schöpft die geronnene Milch in kleine Bechersiebe und schüttelt die Flüssigkeit raus. Das braucht ein bisschen Übung. Ich zeig dir wie. Yes. Ich zeige dir, wie wir es machen. Ja, bitte. Ich mach erst so und dann so. Hey. Oh, Mist. Mhm. Letzte Vorführeffekt, wie say. Bepi, du sprichst so ein gutes Englisch, viel besser als ich. Aber es ist ja eigentlich gar nicht die ursprüngliche Sprache auf Gozo. Wo lernst du das? Vom Fernsehen. Vom Television, okay. Ja, vom Fernsehen, okay. Ja. Nicht nur beim Käse unterscheiden sich Malteser von Gositanern, erfahre ich von Joey. One last question. Eine letzte Frage. Fühlst du dich jetzt selbst als Mann von Gozo oder als Malteser? Ich bin von Gozo. Warum? Ich meine, Gozo gehört ja zu Malta. Ja, aber es ist ein Unterschied. Was ist der Unterschied? Ich bin stolz, von Gozo zu sein. Hier ist mehr Freiheit. You know, when you're Gozitan, when you're on the ship back from Malta, mm-hmm. and you feel finally like you're getting home. Yeah. You feel this extreme relief. Yeah, yeah. Diese Erleichterung, endlich wieder nach Hause zu kommen, mm-hmm. wenn du auf diesem Boot bist, dann weißt du, dass du Gozitaner bist. Okay. Bepe und sein Großvater haben auch eine kleine Pferdeherde. Die robusten Tiere kommen ursprünglich aus Irland, sind vielseitig und friedlich. Joey bietet deshalb auch Reittouren an. Der Umgang mit Pferden hat Tradition in der Familie. Es ist Teil unserer Bräuche, im Sommer Pferderennen in den Straßen unserer Dörfer zu veranstalten. Heutzutage wird das weniger. Es gibt nur noch eins am 15. August, unserem höchsten Feiertag. Die Tradition des Rennens stammt noch aus den Zeiten der Ritter. Aber jetzt wollen sie, dass wir damit aufhören. Jetzt, wo Malta zur EU gehört, wollen sie uns das verbieten.
das und viele andere Sachen auch. Aber das ist unsere Kultur. Warum wollen die uns unsere Kultur verbieten? Das ist nicht schön. Wir sind damit aufgewachsen. Ich bin schon Rennen geritten, da war ich in seinem Alter. Und so trainiert Beppe mit seinem Großvater, wie schon Generationen vor ihm. Denn natürlich will der kleine Junge beim großen Rennen im August unbedingt mit dabei sein. Der Tempel hier nennt sich Gigantia, abgeleitet von Gigant, Riese. Weil als die Menschen ihn 3600 vor Christus gefunden haben, haben sie gesagt, das müssen Riesen gebaut haben. Vor allem, wenn man sich mal hier diese Steine anschaut. Das Bauwerk besteht aus dem gleichen Gestein wie alle Häuser, die später auf Malta und Gozo gebaut wurden. Und erst von oben versteht man, welche Leistung die Baumeister damals vollbracht haben. Das hier ist das älteste freistehende Gebäude der Welt. Älter als die Pyramiden in Ägypten, älter als die Akropolis, älter als Stonehenge und wirklich beeindruckend. Gigantia ist eines von zahlreichen Bauwerken der Megalithkultur auf Malta und Gozo. Sie alle wurden von einem Volk errichtet, das wahrscheinlich schon 6000 vor Christus die Inseln besiedelt hat. Als Gigantia freigelegt wurde, fand man viele Statuen von Frauen mit üppigen Rundungen, üblicherweise ein Beweis für einen Fruchtbarkeitskult. Und so schlussfolgerte man, dass es sich bei der Anlage um eine religiöse Stätte gehandelt haben muss. In einem streng katholischen Land mit mehr als 365 Kirchen ein naheliegender Gedanke. Allerdings. This is before the time of writing. Zu der Zeit gab es noch keine Schrift. Also gibt es kein gesichertes Wissen darüber, warum diese Monumente gebaut wurden. Deshalb versuchen wir auch, so gut es geht, den Begriff Tempel zu vermeiden. Denn Tempel in unserem modernen Verständnis bezeichnet einen Ort der Religiosität. Und wir verbinden Religiosität mit einer Gottheit. Aber in Wahrheit wissen wir nicht, ob das Bauwerk einem Gott gewidmet war oder einer bestimmten Religion. Also nennen wir sie Monumente. Neuere Forschungen gehen heute viel mehr davon aus, dass die Anlage zum Lagern von Vorräten diente und Schutz vor Räubern und Unwettern bieten sollte. Generationen von Steinzeitmenschen errichteten in fast tausendjähriger Bauzeit ein wehrhaftes und komplexes Gebäude, das das Überleben ihrer Familien sicherte. Es gibt diese unspezifische Idee, dass die Menschen der Altsteinzeit sehr einfach strukturiert waren, Höhlenmenschen sozusagen. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Denn um in der Lage zu sein, Monumente dieser Größe zu errichten, ein generationenüberdauerndes architektonisches Konzept zu haben, das einmalig ist in der Welt, braucht es eine sehr gute, organisierte Sozialgemeinschaft. Ich bin unterwegs zu Julia, mit der ich ja schon ganz schön viel Käse gemacht habe. Den wollen wir jetzt weiterverarbeiten, in ihrem Laden, zu einem der maltesischen Nationalgerichte. Da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Grüß dich. Okay. Ich wollte ja unbedingt noch mal sehen, was du hier so schönes zauberst, ne? So. Einmal die Schürze an. Ja, gut. So, wunderbar. Heute Bäckermeister. Ja, Meister sagen wir mal noch nicht, aber mal gucken, wie es wird. Aber okay. Unter deiner Leitung wird nichts schief gehen. Okay, lass uns loslegen. Also, wir brauchen erstmal hier Teig. Also einmal hier traditioneller maltesischer Sauerteig. Okay. Also irgendwas Besonderes? Irgendeine Geheimzutat? Oder? Es ist halt nur wie der Brotteig halt gemacht wird, okay. Und Sauerteig. Also ja.
Alles klar. Ja, und dann fangen wir mal an. Ja, machen wir. Ich habe jetzt hier schon vorbereitet unsere Käsemischung. Okay, also hast du noch was anderes unter? Also der Käse wird sozusagen gestampft. Ja. Da kommen jetzt frische Eier rein und ein bisschen Pfeffer. Alles klar. Und wir versuchen den so... Da ist schon ja, mal kein Problem, kein Problem. Einfach zudrücken, die Löcher. Genau. Und wir drücken halt so ein bisschen, dass das so ebenmäßig überall verteilt ist. So ein Klops drauf. Ist die generell die maltesische Küche eher eine einfache Küche, die ja trotzdem schmecken kann? Das will ich gar nicht damit sagen, aber... Ja, ich sag mal so, wir sind etwas... Es sind natürlich kleine Inseln. Wir sind limitiert. Man muss die Sachen halt sehr... muss halt mit einfachen Sachen auskommen. Mhm. So, normalerweise traditionell jetzt mit Kartoffeln. Ah ja. Ich mach das hier mal drauf. Ich nehme ja auch mal welche. Dann nehmen wir welche, ja. Okay. So, ganz wichtig, dass wir jetzt keine Kanten nach außen machen. Ja, die sind alle schön rund. Genau, und das verteilen wir einfach wie so ein Puzzle überall da drauf. Okay, und ja, jetzt... Ja, warte, ein letztes, du hast ja Puzzle gesagt. Ich nehme noch mal irgendwie, versuche mal das Randstück hier. So. Fertig. Jetzt fangen wir an, das zuzumachen. Ja. Also, wir nehmen uns hier eine Ecke. Ziehen das ein bisschen, nicht zu sehr, dass wir jetzt hier ein Loch kriegen. Und dann schließen wir das hier bis hier oben in die Mitte. Genau. Ja. So. Und wer hat dir das beigebracht? Also das habe ich hier in der Bäckerei gelernt. Also von allen, so ziemlich von meinem Freund. Ja. Von seiner Mutti, die das schon macht, seit sie ein kleines Kind ist hier. Ja. Weil das ist hier alles Familienbetrieb und das ist schon seit vielen Generationen jetzt in Familienhand. Mhm. So, jetzt das letzte Stück. Ne? Das große Finale jetzt quasi. Okay, super, das können wir hier wegnehmen, das ist zu viel. Ftira heißt das pizzaartige Brot, das wir jetzt in den Holzofen schieben. Eine Stunde bei etwa 200 Grad muss der gefüllte Fladen backen. Bei Julia gehen täglich bis zu 400 solcher maltesischen Pizzen über den Tisch. Na, dann gucken wir mal. Ich glaube, die sind fertig. Ja? Hol sie mal raus. Ja, sieht doch gut aus, oder? Und ja, sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall. Den zweiten auch direkt. Gut. Guck dir das an. Nichts ausgelaufen. Sehr gut. Selbst bei meinem nicht. Oh, dann ist hier, guck mal, so. Alles gut. Aber heiß. Aber lecker. Boah, echt gut. Richtig lecker. Kann ich verstehen, warum die Leute hier bei euch lange stehen. Kann man machen. Absolut. We were gonna go to Paris. We were gonna get tattoos. Told my mama I would marry you. Started building a foundation. Me, you from the ground straight up. We built our walls so strong, no one got through. You tell me all the things I wanna hear. When I'm gone, you see you all be near. You look me in the eyes. Malta hatte früher eine strategische Rolle. Es sollte das christliche Europa vor Angriffen der Osmanen schützen. An der Küstenlinie im Norden wurden deshalb 6 starke Befestigungsanlagen gebaut. Und zwar von den Kreuzrittern. Fort St. Elmo ist die nördlichste Verteidigungsanlage Maltas. Die Johanniter errichten sie als erste Bastion zum Schutz vor den Osmanen. Die erreichen 1565 Malta und die große Belagerung beginnt. Doch die Ritter halten der Belagerung nicht stand. Fast alle werden getötet.
Die letzten 9 verschanzen sich in der Kapelle, hoffen auf ein Wunder. Doch die Osmanen überwinden auch diese dicken Mauern, enthaupten die Ritter und werfen ihre Leichen ins Meer. Vor St. Elmo fällt, doch den Rittern gelingt es, die Osmanen zurückzuschlagen. Valletta ist die erste Stadt Europas, die am Reißbrett entstanden ist. Wehrhafter und besser zu verteidigen. Die Straßen sind rasterartig angelegt, damit der Seewind ungehindert durch die Straßen wehen und für Abkühlung sorgen kann. Gefeiert wird der Sieg der Johanniter jedes Jahr im September. Der protestantische Zweig der Ritter ging 1798 nach Brandenburg. Der Hauptsitz des Malteserordens ist inzwischen Rom. Einige Nachfahren der Helden von damals leben immer noch auf Malta. Einen von ihnen besuche ich jetzt. Das Haus wurde 1580 für den Ritter Don Pietro La Rocca gebaut, also während der Zeit, als Valletta entstand. Seit mehreren hundert Jahren ist der Palast im Besitz einer adligen maltesischen Familie. Hausherr ist der 9. Marquis de Pirot und er empfängt uns selbst im Sommerspeisesaal. Wie spreche ich Sie denn eigentlich richtig an? How do I address you correctly? My name is Nicholas. Mein Name ist Nicholas. That's fine. Yeah, okay. Und Sie wohnen auch immer noch hier? Ich muss hier wohnen. Okay. Wenn ich all die Risse in den Wänden sehe, einer muss sich ja kümmern. Die schönen Sachen im Haus sehe ich gar nicht mehr. Was ich hier im Schrank entdeckt habe, sieht auch spannend aus. Ist das noch aus der damaligen Ritterzeit? Ja, das sieht wieder, da haben wir wieder die Erinnerung an unsere Ritter, an die Malteser Ritter. And if I'm not mistaken, you are as well a knight. Ich denke, er ist auch einer der Ritter. Wir haben hier also einen Ritter. Aber ich habe kein Pferd. Ohne Pferd. Der Ritter ohne Pferd. Aber was Die Johanniter waren dazu berufen, Pilger zu schützen und Malta zu verteidigen. Kämpfende Mönche sozusagen. Und heute? Wir müssen heute nicht mehr keusch leben. Früher war es den Rittern nicht gestattet zu heiraten. Heute darf man bis zu einem bestimmten Stand eine Familie gründen. Aber dann kann man kein Großmeister mehr werden. Nicholas erzählt, dass seine Ahnen im Gefolge der Johanniter reisten, aber noch keine Ritter waren. Ich will wissen, seit wann seine Familie hier lebt. 1530 kamen meine Vorfahren nach Malta. Sehr lange, gell? 1530, überleg dir das mal. Ja. Und wo kamen sie her? Where they came from? Rhodos. Rhodos. Und ursprünglich noch früher aus Italien. Mhm. Como, meine ich. Die Überlieferungen sind da ein bisschen vage. Der Stammbaum der De Pirots reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert. Das ist doch mal okay. Was, gell? So sehen die Ritter so eben heute aus. Selbst der Sohn, also das ist schon was ganz Besonderes. In 120 Ländern sind die Malteser heute im Einsatz, allerdings ohne Schwert. Ritter sind gemeinnützig tätig. Das ist die Idee des Ordens. Ich mache keinen solchen Dienst. Ich schreibe Bücher, zum Beispiel über den Orden, sowas. Aber viele meiner Ordensbrüder sind weltweit sehr aktiv. Milliarden Euro werden in karitative Projekte für kranke Menschen investiert. Das Haus hat 90 Zimmer und in jedem wartet ein Highlight. Das ist ein Glücksbett. Wenn du dir was wünschst und das Bett berührst, geht der Wunsch in Erfüllung. Aber überleg dir genau, was du dir wünschst. Darf ich es anfassen? Ja, aber sei vorsichtig. Es funktioniert wirklich.
Okay. Komm wieder und berichte. Ja, werde ich machen. Auf ein Stück seiner Sammlung ist Nicolas besonders stolz. Ich mache es mal auf. Halt das mal für mich bitte. Noch ein bisschen weiter auf. Nicolas öffnet diesen tragbaren Altar nur noch selten. Früher, als es die Hauskapelle noch nicht gab, feierte seine Familie hier regelmäßig die Messe. Im Garten des Innenhofes lebt der heimliche Star des Palastes. Papagei Kiko hat sogar einen eigenen Twitter-Kanal. Bewohnt werden die alten Paläste in der Innenstadt heute kaum noch, erzählt mir der Marquis zum Abschied. In all den alten Häusern sind nur noch Banken, Geschäfte und Büros untergebracht. Und wenn man an den alten Fassaden hochschaut, sieht man den Leerstand im Stadtkern von Valletta. Dabei wird überall auf der Insel gebaut. Mit einem geringen Steuersatz und zahlreichen Vergünstigungen für Ausländer, die in Malta ihren Wohnsitz haben, lohnen sich Investitionen. Und weil die Inselfläche überschaubar ist, wachsen die Häuser immer weiter in die Höhe. Schöne Flecken gibt's auf Malta aber trotzdem mehr als genug. So, ich habe wieder Nicola bei mir. Ich bin gespannt, es wird wieder spektakulär wahrscheinlich. Immer wenn ich dich treffe, du zeigst mir die tollsten Orte. Ja. Jetzt geht's aufs Wasser, ja? Ja, ja. Kajaking. Kajaking. Machen. Alles klar. Ja, eine Abkühlung kann ich jetzt auch gebrauchen, ein bisschen auf dem Wasser. Soll ich einsteigen? Ja, bitte. Okay, alles gut? Alles gut. Bis jetzt noch. Wind, Wasser und Wetter haben die Inselgruppe vor Millionen von Jahren erschaffen. Nicola erzählt, dass er bei jeder Tour aufs Neue erstaunt ist, wie die Elemente den Küstenstreifen in kurzer Zeit verändern. Die Inseln bestehen überwiegend aus Kalkstein. Im Laufe der Zeit haben sich tiefe Höhlen in dem weichen Stein gebildet. Eine davon will Nicola mir heute zeigen. Mit dem Kajak soll man besonders gut dahin kommen. Angeblich! Mit gutem Wetter kann man in die Haupthöhle reinfahren. Zurzeit ist die Höhle 40 Meter lang, aber Nicola staunt jedes Frühjahr, wie viel mehr Kalk die Winterstürme ausgewaschen haben. Ich finde irgendwie, das ist unglaublich, dass sowas die Natur eben macht. Man könnte auch meinen, Star-Architekt ist hier vorbeigekommen und hat gesagt, komm, das wollen wir noch schöner machen, als es sowieso schon ist. Das ist so toll. Dieser Kalkstein sorgt aber auch für ein Problem auf Malta. Trockenheit. Durch das poröse Gestein versickert Regenwasser. Flüsse oder ausreichendes Grundwasser gibt es nicht. An wenigen Stellen auf den Inseln sammelt sich Regenwasser. Ganz früher brachten Eselkarawanen das Wasser von diesen Flächen in die Städte. Später versorgte ein Netz aus Aquädukten die immer größer werdende Zahl von Menschen. Seit 1982 produzieren Meerwasserentsalzungsanlagen das Trinkwasser. Für die maltesische Bevölkerung, aber auch für Tourismus und Landwirtschaft.
Zisternen waren zur Zeit der Ritter Pflicht in jedem Haus. Heute gibt es nur noch wenige dieser Wasserreservoirs. Hi Mario. Hi. I'm Daniel. Hi. Nice to meet you. Danke dir. I like your hands. Ich mag deine Hände. Zeig uns deine Hände. Das sind echte Arbeitshände. Die sehen toll aus. Echte Pharmahände, nicht wie diese Bürohände in German. So, zeigst du uns deine Tomaten? Mario hat Glück. Seine Felder liegen im Westen Maltas, wo es guten Boden gibt. Die 240 Hektar Fläche bewirtschaftet er mit seinen Kindern im Biolandbau. Viel Platz für viel gesundes Gemüse. Und weil es auf Malta das ganze Jahr über warm ist, wächst alles reichlich. Wie viele Tomaten erntet ihr hier im Jahr? Per Jahr. This year I have 5 tons. Fünf Tons. Okay. Und was macht ihr dann damit? Bleibt das alles auf Malta oder exportiert ihr auch? Nein, nur für Malta. Nur für Malta. Wir bringen einen Teil auf den Markt und den Großteil verarbeiten wir selber im Restaurant. Okay. Mario, ich sehe da drüben so eine Wasserleitung. Ihr werdet hier viel Wasser brauchen, oder? Do you need much water? I think so, yeah. Wir haben Wasser, aber nicht viel. Auf Malta gibt es wenig Regen. Die großen Speicher in den Bergen füllen sich im Winter. Das Wasser wird mit Rohren hierher geleitet, aber es reicht nicht für das ganze Jahr. Zum Glück habe ich noch eine Reserve, eine Zisterne für den Sommer. Mario erzählt, dass es ein Bohrloch gibt, aus dem die Farmer immer Wasser geholt haben. Inzwischen ist der Grundwasserspiegel aber so niedrig, dass mehr Wasser eindringt. Und deswegen ist das Grundwasser so salzig, dass man es für die Felder kaum noch verwenden kann. Seine Tomaten müssen mit weniger Wasser auskommen. So, I tried, okay? Ich probiere jetzt mal. Ja, natürlich. Die sind gut. Iss. Gut. Sehr gut. So, also ich würde sagen, wir sind fertig, randvoll und das in kürzester Zeit. Sehr gut. So, now we take. Bringen wir die jetzt ins Restaurant? Ja, yeah, okay. Alles, was man hier essen und kaufen kann, stammt von Marios Feldern. Field to Fork, vom Feld zur Gabel, so ist die Philosophie des Familienbetriebs. Die Spezialität ist Conserva, ein Tomatenmark aus süßen getrockneten Tomaten. Auf Pflanzen, die kein Wasser brauchen, hat sich ein Farmer aus Melilla spezialisiert. Tony Borch erntet Kaktusfeigen und macht daraus Marmelade. Und wer schon mal so eine stachelige Frucht in der Hand hatte, weiß, dass man besser Handschuhe tragen sollte. Nicht aber Tony. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich mache das seit 45 Jahren. Aber du musst doch Stacheln in die Finger kriegen. Klar, das sind Hunderte. Macht mir aber nichts. Ich kümmere mich nicht darum. Die meisten gehen beim Duschen wieder raus. Manchmal schnippen die Stacheln auch weg und fliegen mir in die Augen. Aber ich bin so blöd, ich trage nicht meine Schutzbrille. Tony schwört auf die stacheligen Früchte. Echte Vitaminbomben und cholesterinsenkend. Ganz freiwillig wurde er allerdings nicht zum Kaktusfarmer. Früher baute er auch Gemüse für den Verkauf an. Aber jetzt habe ich aufgehört, die Felder zu bewirtschaften. Es bringt nichts mehr ein. Warum nicht? Das ganze Zeug kommt jetzt von außerhalb. Viel billiger aus Europa. Seit wir in der EU sind, wird alles schwieriger für uns Farmer. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Immer samstags ist hier Fischmarkt. Wird von hier gefangen,
sind halt die großen Netze, da sind dann diese Kleinen noch mit dabei. Und guck mal, die ganze Familie macht hier schon mit. Ne? Genau. Auch die Kleinen müssen schon ran. Genau. Aber das ist der Wahnsinn, was man hier so alles kriegt, ne? Muss man echt sagen. Und auch so der Markt, man ist auf einmal komplett in einer anderen Welt. Es ist warm, man riecht natürlich den Fisch auch ziemlich. Ne? Es ist eine Mischung aus Schweiß der Leute, weil die so viele sind, und Fisch. Und ich höre die unterschiedlichsten Sprachen, wahrscheinlich Malti, Englisch. Also das ist ein echtes Erlebnis, das muss man gemacht haben. Der sieht ja auch interessant aus. Die sehen auch, ne, toll aus. Aber holen die auch hier raus? Ja, ja, die kommen alle von hier. Okay. Oh, und die haben frische Pfefferminz. Die riecht man schon von hier. Ich hab's gerochen. Eieieiei. Davon würde ich mir gerne was mitnehmen, ja. Ach, oh, wie schön. Das wird ja richtig romantisch. Thank you. Neben Fisch und Gemüse gibt's hier natürlich auch Souvenirs und maltesische Süßigkeiten. Was auch noch mal sehr schön ist, ist da vorne, das im Arret, das wird mit Datteln gefüllt. Ah, oh, Datteln liebe ich. Ah, ja, super. Ja? Dann würde ich das an, dann kauf mal da. Ja, dann nehme ich, lade dich ein auf einen. Oh, ja? Super. Sorry. Entschuldigung, können wir zwei von diesen... Im Arret. Im Arret. Ja. Thank you. Yummy, yummy, yummy. Marser Schlock ist bei Touristen ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus starten viele Ausflugsboote zu schönen Buchten und Stränden im Süden der Insel. Datteln, gell? Aber wuchtig, ne? Mhm. Ja, wir kleckern hier nicht. Nee, ja? Wir müssen unser Gewicht halten. Aber haben wir lecker. Keine Probleme mit dem Essen. Richtig lecker, richtig lecker. Du hattest mir erzählt, der Hafen heißt Marser Schlock, richtig? Der Hafen heißt Marser Schlock. Und kann man das irgendwie ins Deutsche übersetzen? Im Prinzip kann man das, ja. Weil Marser, das heißt so viel wie sicherer Hafen. Mhm. Gell? Und Schlock, das ist das Wort für den warmen Wind. Ah ja. Dann macht der Hafen heute seinem Namen auf jeden Fall alle Aber Ehre. Aber sowas von heute haben wir wirklich den Hafen des warmen Windes. Und hier geht, hier ist mächtig was los, ne? Hier gehen viele Boote rein und raus. Die ganzen Fischer, die halt hier anlegen. Und Marser Schlock ist halt wirklich so ein Fischerdörfchen. Und deswegen haben wir hier auch so diese traditionellen Boote mit den unterschiedlichen Farben. Und damit er sicher zurückkommt, schau mal schnell. Ja. Siehst du das Auge dort? Aha. Das ist das Auge, das hilft den Seefahrern, auf rauer See immer wieder heil zurückzukommen. Von den Seefahrern stammt auch der maltesische Nationalsport Giostra. Und der geht so. Am Ende einer gut gefetteten Stange hängen Fahnen. Und die gilt es runterzuholen. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Techniken. Aber erfolgreich sind die wenigsten. Meistens geht es nur darum, eine gute Figur zu machen. Der Preis sind Ruhm und Ehre. In Marser Schlock bereiten die Fischer ihre Netze und Boote für die nächste Ausfahrt vor. Andrew hat sein Boot vom Großvater bekommen. Eigentlich studiert er und will zur Marine, aber das Fischen liegt ihm im Blut. Und zu dieser Jahreszeit hat es ihm ein Fisch besonders angetan. So, vielleicht ein bisschen weiter hier drüben. Yes. Ja, gut. So, now, what are Jetzt we going nehmen to wir einen Lampouki aus. Das ist der Lampouki. Das ist der traditionelle Fisch bei uns. Der Lampouki-Fisch an diesem Morgen gefangen. Siehst du die tollen Farben? So now we clean it. We clean it. Okay, wir nehmen den jetzt aus. So then we can. Yeah. Can cook it. Yeah, okay. Und dann kochen wir ihn. Du machst ihn hier auf und dann mit dem Messer so. Dann aufklappen und dann ziehst du das hier raus. And that's so, that's das ist alles? Yes. Okay. So, now you can I'm going to try it.
Yes, still there. Genau so. Okay. Ja, ich versuch's like mal. Noch ein bisschen weiter. No, you can so? Your hand. You will put this here. Tu das dahin. Okay. Und deine Hände hier und zieh das raus. So. Und das ist es. Und das ist alles? That's all. Yeah. Okay. Der Lampoki ist sauber. Der Lampoki ist clean, ja. Yeah. Von Masaschlok ganz im Süden geht es jetzt quer über die Insel nach St. Paul's im Norden. Hier soll der Apostel Paulus bei einem Schiffbruch im Jahre 60 nach Christus gestrandet sein. Drei Monate lang soll Paulus auf Malta gewesen sein und den christlichen Glauben verbreitet haben. Ihm zu Ehren benannten die Malteser die Insel vor der Küste nach ihm. Es gibt auch einen Ort, St. Paul's, früher ein verschlafenes Fischerdörfchen. Wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. Ah ja, das sieht schon toll aus, ne? Ja, also das ist ja wirklich... Viele tolle Fische. Ja, aber schöner, richtig schöner, frischer Fisch. Wir sind ja für wir einen ganz ja, besonderen. Wir wollen ja was. Dann Sacha. Wie sagt man? Sacha? Sacha. Und das heißt? Das heißt Gesundheit oder ja, auf dein Wohl. Okay, hat nichts mit der Sacha-Torte. Nee, hat nichts. Was sagt immer? Sacha-Torte, aber ohne Schokolade. Okay. Ja, dann Sacha. Okay, genau. Sacha. Ist natürlich jetzt auch der perfekte Wein, ne? So ein Weißwein zu dem Gericht, das wir jetzt nämlich bestellen, und zwar Lampoki. Genau. Freue mich total drauf, ja. Weil ich habe ihn schon ausgenommen, aber noch nicht probiert. Ja, nee, das ist also wirklich ein ganz besonderer Fisch. Und die haben auch so eine ganz interessante Art, den zu fischen. Mhm. Okay? Die legen dann nämlich Palmwedel aufs Meer und die Lampokis kommen unten drunter, weil die suchen den Schatten. Ach so, und dann weiß man, darunter wird er sich verstecken. Genau, und dann genau. Das geht immer so los, halt im August. Wenn so der erste Lampoki kommt, das ist immer, dann sind die noch ganz klein. Und dann haben wir natürlich auch größere dazwischen. Ja. Dann schauen wir mal, wir haben ja hier. Oh. Mh, ach, wie schön. Unser Lampoki. Vielen Dank. Thank you. Thank you very much. So, und der ist jetzt ja schon frittiert, oder? Ja, ja, ja. Der ist also in richtig heißem Fett angebracht. Dann haben sie da noch mal bei dir dazu gemacht so eine Caponata. Das ist so eine extra Soße. Tomaten, Oliven, Oliven, ne? Zwiebeln. Mhm. Guten Appetit. Mhm. Der ist aber wirklich lecker. Es ist der Tag vor dem höchsten Fest auf Malta. Jedermann ist auf den Wein, denn morgen wird überall im Land gefeiert. Am 8. September 1565 endete die osmanische Belagerung mit dem Sieg der christlichen Ordensritter. Etwas außerhalb, in M'Abba, hat Keith Dingley schlaflose Nächte hinter und vor sich. Hier haben wir eine 15 cm dicke Hülse, gefüllt mit vielen Schüssen. Wir nennen sie Showmaker. In Keith Fabrik lagern die unterschiedlichsten Feuerwerkskörper, insgesamt weit über 1000 Stück. Eine explosive Sammlung. In dieser Hülse hier stecken drei Schüsse und ein Farbeffekt. Man steckt die Hülse in eine Röhre, entfernt den Sicherheitsverschluss, packt die Zündschnur aus, zündet an und rennt. Keith und sein Team stellen alle Feuerwerkskörper selbst her. Das hat lange Tradition auf Malta. 30 offizielle und jede Menge nicht registrierte Fabriken gibt es im Land. Viele von ihnen stellen sogar den Sprengstoff selber her. Was hier so ziemlich harmlos aussieht, ist in Wahrheit ein gefährliches Hobby. In 2002 hatten wir einen schweren Unfall in unserer Fabrik. Fast alle Hallen sind explodiert.
Drei Leute waren zu der Zeit hier. Zum Glück nicht mehr. Normalerweise arbeiten hier sonst viel mehr. Die drei wurden verletzt, schwer verletzt. Aber alle haben überlebt. Das Verrückte ist, dass dieser Rahmen hier völlig zerstört wurde. Aber unsere Marienstatue hat überlebt und nur ein paar Kratzer bekommen. Für uns ist das ein echtes Wunder. For us, it was, we call it a miracle. Hier lagert die berühmte Ordensgeschichte der Ritter, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Aber weniger bekannt ist, dass die Johanniter als Piraten genauso erfolgreich waren. In der Nationalbibliothek wurden ab dem 16. Jahrhundert auch die erbeuteten Bücher und Schriften gesammelt. Und natürlich alles über damalige Schiffstypen, deren Bewaffnung, Besatzung und Fracht. In einigen Büchern gibt es sogar Verweise auf erbeutete Kochbücher und Rezepte. Und weil die kapernden Ritter auch vor venezianischen Handelsschiffen nicht Halt machten, fand ein italienisches Eisrezept seinen Weg in die maltesische Küche. Mit deren Geschichte kennt Liam Gauci sich aus. Der Kurator des Marinemuseums jagt alten Rezepten nach. Das ist eine vollständig erhaltene Küche aus dem 19. Jahrhundert, von 1840. Hier kannst du sogar Pizza backen. Du kochst dein Fleisch, bäckst Kuchen und Kekse und das vor fast 200 Jahren. Das konnten sich natürlich nur die sehr Reichen leisten, so wie Elon Musk in Malta im 19. Jahrhundert. Die Zutaten für viele Gerichte brachten die Ritter von ihren Beutezügen mit, erzählt Liam. Aber später gab es auch richtige Handelsbeziehungen. Das Eis kam in Blöcken vom Ätna. Die Esel trugen es von der Spitze runter nach Syrakus. Da kam es auf ein spezielles Schiff. Das segelte den ganzen Weg nach Malta. Sobald es im Hafen anlegte, wurde das Eis abgeladen und verkauft. So konnten wir Eiscreme machen, zum Beispiel Erdbeer, Zitrone, Pistazie oder Schokolade. Schokolade, ein Thema für sich. Wir waren schon immer so besessen von Schokolade, dass schon 1590, also vor über 400 Jahren, in Malta ein Gesetz erlassen wurde, dass, wenn du einen Sklaven hattest, und viele hatten ihr Sklaven, ihm jeden Abend heiße Schokolade geben musstest, wenn er hart gearbeitet hatte. Die nötigen Gerätschaften zum Zubereiten von Schokolade und Kaffee konnten sich nur die reichen Malteser leisten, erzählt Liam. Das wahrscheinlich teuerste Dessert war damals Kaffeeeis. Eines der ältesten Rezepte, das wir in Malta haben. Dafür brauchst du Kaffee. Der kam aus dem Jemen. Vanille aus Madagaskar oder Südamerika, Zucker aus der Karibik und Eis vom Ätna. Also Zutaten aus der ganzen Welt. Und dann konntest du es in Malta essen. Liam forscht in alten Büchern und entwickelt ganze Menüs nach historischen Rezepten. Eis ist natürlich auch dabei. Erdbeereis. Ajazzata. So heißt das Rezept in dem historischen Dokument. Unsere Idee ist, Geschichte schmeckbar zu machen. Epoche für Epoche. Magst du es? Ja, ist sehr lecker. Ich habe das gemacht. Unser Küchenchef war krank, also musste ich ran. Okay. Wir wollen noch auf die kleinste der drei bewohnten maltesischen Inseln. Mit der Fähre geht es nach Gozo und von da mit dem Boot weiter nach Comino. Das ist doch mal ein Bild von Officer, würde ich sagen, oder? Hi, Joseph! Hi, wie geht's? Great. Großartig. Was für ein toller Platz zum Arbeiten. Guter Platz, immer gutes Wetter.
Magst du mir ein bisschen was auf der Insel zeigen? Ich hol dir nur schnell einen Helm, dann geht's los. Hier an dieser Stelle werden gerade neue Rastplätze für Zugvögel gebaut. Da drüben gibt es eine Kapelle. Und hier sieht es wie Landwirtschaft aus. Wie viele Menschen leben auf Comino? Nur noch zwei. Ein Mann und eine Frau, beide über 80. Die bauen hier nichts mehr an. Und früher, wie viele Leute haben hier gewohnt? Ich glaube, so um die 100 Menschen. Sie haben das Land bestellt und heimisches Getreide angebaut. Es gab auch eine Schule und einen kleinen Laden. Und warum sind Sie dann weggezogen? Die moderne Welt. Hier gibt's nichts. Keine Kneipen, kein Internet. Naja, Internet inzwischen schon. Aber es wurden immer weniger Leute. Es gab niemanden zum Reden, keine Kneipen. Der Laden machte zu. Heute kommen nur noch Tagesausflügler. Comino war in seiner Geschichte schon vieles. Gefängnisinsel, Kümmelplantage, Jagdrevier und Piratenversteck. Die Briten errichteten später einen Standort für Besatzungstruppen. Heute ist die Insel Ausflugsziel und, klar, Filmset. Was für ein unglaublicher Ort, oder? Hier ist wieder richtig großes Kino, und zwar in mehrerlei Hinsicht. Ich meine, die Aussicht wird ja schon reichen, aber da hinten, in der blauen Lagune, in der Mitte, wurde damals Troja gedreht. Und jetzt, wenn wir uns nur einmal umdrehen, haben wir schon den nächsten Spot. Der Graf von Monte Cristo. Früher kam man nur mit dem Fischerboot nach Comino. Heute fahren regelmäßig Ausflugsboote von Gozo und Malta. Ist das ein Problem für die Umwelt wegen Müll und so? Nein, eigentlich nicht. Der Müll wird täglich eingesammelt. Die Reinigungskräfte kommen, sammeln die Säcke voll und packen sie auf ein spezielles Boot. Dann wird der Müll zweimal täglich nach Gozo gebracht. Aber natürlich gibt es hier viele Touristen und es gibt gute und schlechte. Die Schlechten werfen den Müll halt einfach überall hin. Wir von der Polizei schätzen, dass rund 6000 Menschen die Blaue Lagune jeden Tag besuchen. Wenn die Touristen weg sind, wird es ruhig auf Comino. Die schönste Zeit für Pater Attar und seine Gemeinde. Immer sonntags kommen die Gläubigen von Gozo und Malta, um hier gemeinsam eine Messe zu feiern. Pater Attar hat früher auch die Bewohner von Comino betreut. Heute freut er sich, wenn neben dem eingeschworenen Kreis seiner Gemeindemitglieder auch Touristen an der Messe teilnehmen. Apostel Paulus ist hier mit dem Schiffswrack gestrandet. Und seit dieser Zeit bis heute ist die Tradition des christlichen Glaubens bei uns sehr wichtig. Heute ist der Tag des großen Festes. Festa, sagt man auf Malta. Und Feuerwerker Keith ist mit seinen Vorbereitungen fertig.
Los ging's um 5.30 Uhr in der Fabrik. Mit Polizeieskorte. Schließlich hatten wir Sprengstoff dabei. Heute Abend nehmen wir an der großen Show teil. Ich zeig dir, was wir gemacht haben. Die Feuerwerkskörper kommen in große Röhren und dann auf Flößen ins Meer. Wie schwer sind die? So um die 50 Kilo. 50 Kilo? Alles für die Show heute Nacht. Und was sagt dein Herz? Hast du Angst? Angst nicht direkt. Aber du kannst nie ganz sicher sein, ob die Show funktioniert, ob deine Arbeit gut genug war. Ein paar Schmetterlinge habe ich im Bauch. Letzten Endes ist das alles von Menschen hergestellt, aber vom Teufel abgefeuert. Du hast zwar das Gefühl, dass du alles richtig in die Hülle gepackt hast, aber du bist nicht 100% sicher, ob es dann am Himmel funktioniert. Wie gesagt, es ist der Jahrestag des Sieges über die osmanische Belagerung. Deshalb haben auch alle Festlichkeiten irgendwie mit Militär und Schifffahrt zu tun. Jedes Stadtviertel hat eigene Farben und stellt auch eine eigene Mannschaft. Hier in Senglea fiebern alle in Rot-Gelb für ihre Ruderer. Die Distanz beträgt etwa 1000 Meter. Es treten Zweier- und Viererteams gegeneinander an. Senglea trägt dieses Jahr den Sieg nach Hause und die Party läuft. Warum ich dann hier bin und nicht unten im Getümmel? Ich probiere mich jetzt durch all die tollen Lebensmittel, die ich auf meiner Reise selbst mit hergestellt habe. So, letzte Stärkung jetzt hier vor dem großen Finale. Bei dem Ausblick und den Zutaten, da sollte jetzt nichts schief gehen. Eine Stunde später bin ich dann aber mittendrin im Trubel am großen Hafen. Alle hier warten auf die große Show. Aber die Fähre hat Verspätung und muss erst noch durch. Vorher können die Feuerwerke nicht gezündet werden. Sensationelles Finale für unsere Reise, oder? Genauso bunt eben wie die Leute sind, die Malta so liebenswert machen. Schön, dass Sie dabei waren und mitgereist sind. Bis zum nächsten Mal.